Ich darf Sie recht herzlich zum Vortrag "Ist der Fischkonsum noch zeitgerecht?" begrüßen. Schön, dass Sie alle da sind. Kurz zu uns und wer wir sind. Matthäa, Elisabeth und ich, Laura, wir drei studieren im dritten Semester Diätologie und haben uns in letzter Zeit intensiv mit dem Thema Planetary Health Diet beschäftigt. Im Zuge dieser Vortragsreihe haben wir uns dazu entschieden, dass wir das Thema Fisch behandeln wollen. Man hört dazu ja sehr unterschiedliche Meinungen. Zum einen, dass er sehr gesund ist und man mehr davon essen sollte, und zum anderen, dass er ökologisch betrachtet doch nicht ganz so vertretbar ist. In unserem Vortrag wollen wir das Thema von allen Seiten etwas betrachten und zum Nachdenken anregen. Vielleicht ändert der oder die andere ja ihre Meinung zum Thema Fisch. Jetzt kurz zur Übersicht, was euch in der nächsten halben Stunde so erwartet. Zu Beginn möchten wir euch kurz ein Video zeigen, das die Problematik sehr gut darstellt. Dann gehen wir auf die Lage in Österreich und weltweit ein. Die ernährungsphysiologische Bedeutung darf natürlich auch nicht fehlen. Dann stehen die Punkte Vorteil für die Weltbevölkerung und das Ökosystem auf dem Programm. Anschließend behandeln wir noch die Aquakultur und den Beifang. Abschließend gibt es ein kurzes Fazit, die Evaluation, und dann sind wir schon beim Abschluss. In diesem Sinne hoffe ich, dass für euch alle etwas dabei ist, und darf nun an Elisabeth übergeben. Nun zeigen wir euch ein Video, welches kurz und prägnant die Situation der Fischerei zeigt. Unsere Erde. Zurzeit leben rund 7 Milliarden Menschen auf 30% Wir haben kurz Tonprobleme. Sind der Oberfläche. Unsere Erde. Wir probieren es jetzt. Zurzeit. Okay, der Ton geht offensichtlich doch. Dann starten wir jetzt mit dem Video. Unsere Erde. Zurzeit leben rund 7 Milliarden Menschen auf 30% der Oberfläche. Und alle sind abhängig von den restlichen 70%, dem Meer. Das Meer ist die größte Nahrungsquelle der Welt. Für 1,2 Milliarden Menschen ist Fisch der Hauptbestandteil der Ernährung. Doch immer häufiger kehren die Fische mit leeren Netzen heim. Drehen wir die Zeit zurück. Die Fischbestände sind in den letzten 60 Jahren um 90% gesunken. Wissenschaftler warnen vor der völligen Auslöschung aller gefischten Arten in weniger als 50 Jahren. Der Grund? Die industrielle Fischerei. Die Langleinenfischerei setzt jährlich 1,4 Milliarden Haken ein. 1,4 Milliarden Haken, an denen jeweils noch ein Stück Fisch als Köder hängt. Bei der weit verbreiteten Schleppnetzfischerei werden Netze mit einer Öffnung von bis zu 23.000 Quadratmetern eingesetzt. Das ist die Fläche von 4 Fußballfeldern. 13 Jumbojets würden in dieses Netz passen. Oder tatsächlich 500 Tonnen Fisch. Unter diesen 500 Tonnen Fisch befindet sich viel Beifang. Das Wort Beifang meint zufällig mitgefangene Meerestiere, die gerne in Kauf genommen werden, um hohe Fangmengen zu ermöglichen. Ein durchschnittlicher Garnelenkutter wirft 80-90% der gefangenen Meerestiere tot oder sterbend wieder über Bord. Für ein Kilo Garnelen werden also bis zu 9 Kilo andere Meerestiere getötet und ins Meer zurückgeworfen. Um die freilebenden Fische zu entlasten, werden 47% unseres Bedarfs in Aquakulturen gezüchtet. Doch Aquakulturen sind mehr Sargnagel als Rettungsring. Viele dieser Zuchtfische sind Raubfische. Auf ihrem Speiseplan steht Fisch. Für ein Kilo gezüchteten Lachs müssen 5 Kilo wildgefangener Fisch verfüttert werden.
Man wandelt in Aquakulturen also eine Art Fisch in eine andere um, aber erzeugt keineswegs mehr Fisch. Es müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, um die Zukunft unserer Meere zu sichern. 2008 wurden für den Blauflossen-Thunfisch in Europa Fangquoten definiert. Wissenschaftler empfahlen eine Fangmenge von 10.000 Tonnen, um die erschöpfte Population wieder aufzubauen. Die EU beschloss jedoch ein Fangvolumen von 29.500 Tonnen, dreimal mehr als gefordert. Trotz dieser Bestimmung fischt die Blauflossenindustrie 61.000 Tonnen. Das ist das Sechsfache von dem, was vernünftig wäre. Unvernünftig ist auch der weltweite jährliche Fischkonsum von 110 Millionen Tonnen. Wenn wir so weitermachen, wird es bald keinen Fisch mehr geben. Was können wir tun, um die Überfischung der Meere aufzuhalten? Die Fischerei ist ein Geschäft. Je höher die Nachfrage, desto mehr wird produziert. Wie wir uns im Supermarkt oder im Restaurant entscheiden, hat eine direkte Auswirkung auf die Vielfalt der Meere. Indem wir uns informieren, welche Fischart aus welchem Fanggebiet nicht gefährdet ist, können wir nachhaltige Fischerei unterstützen. Das Gute ist, eine Lösung ist möglich. Du kannst mit deinen Entscheidungen dazu beitragen, die Überfischung der Meere zu stoppen. Das waren jetzt einige der Gründe, warum wir uns im Zuge der Vortragsreihe zur Planetary Health Diet diesem Thema gewidmet haben. Natürlich werfen wir jetzt auch einen Blick auf die Lage in Österreich. Diese sieht folgendermaßen aus. Im Jahr 2021 hat jeder Einzelne im Durchschnitt 8 Kilogramm Fisch verzehrt. Das sind umgerechnet auf die Woche circa eine Portion in der Größe von 150 Gramm. Das klingt jetzt nicht so viel. Man muss aber bedenken, dass nur 6% des verzehrten Fisches aus heimischer Fischerei stammen. Hier werden zum Beispiel Forellen, Karpfen und Saiblinge gezüchtet. Der Großteil wird jedoch importiert und diese Problematik wird später im Vortrag noch behandelt. Der Fischkonsum war in den letzten 15 Jahren relativ konstant, wodurch man erkennt, dass die Auswirkungen der Fischindustrie auf den Klimawandel und das Ökosystem nicht in den Köpfen der Menschen angekommen sind. Blicken wir nun auf den weltweiten Fischkonsum. 2022 lag dieser bei 164 Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Zahl ist definitiv zu hoch, wenn man beachtet, dass 33% der Fischbestände weltweit überfischt sind. Das für uns nächstgelegene Meer, das Mittelmeer, ist bereits zu 62% überfischt. Das bedeutet, dass diese Nahrungsquelle in absehbarer Zeit versiegen wird. Sieht man sich die Grafik an, kann man erkennen, dass der weltweite Konsum von Fisch im letzten Jahrzehnt enorm angestiegen ist, nämlich um ca. 40 Millionen Tonnen. Wie kann es möglich sein, dass die Zahl in den letzten 13 Jahren so drastisch angestiegen ist, obwohl die Menschheit eigentlich weiß, dass Fischbestände schon an ihre Grenzen sind? Nun zur ernährungsphysiologischen Bedeutung von Fisch. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt 1 bis 2 Portionen Fisch in der Woche. Davon eine Portion fettreichen Fisch, 70 Gramm, und eine Portion fettarmen Fisch von ca. 80 bis 150 Gramm. Auf diesem Bild sind die Nährstoffe eines Fisches dargestellt. Er beinhaltet ca. 18% Eiweiß, zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe. Diese machen etwa 2% aus. Der Fettgehalt eines Fisches variiert sehr stark, abhängig von der Sorte. Fettreiche Fische, wie etwa Lachs, Hering, Makrele oder Thunfisch, können bis zu 20% Fett. Fettarme Fische wie Seelachs, Zander, Scholle oder Rotbarsch nur bis zu 1% Fett aufweisen.
Weniger als 1% des Fisches sind Kohlenhydrate und ca. 70 bis 80% Wasser. Seefische enthalten zudem noch Jod, welches wichtig für unsere Schilddrüse ist. Durch einen regelmäßigen Fischverzehr von 1 bis 2 Portionen, wie die DGE empfiehlt, kann das Risiko für tödliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Fettstoffwechselstörungen vermindert werden. Zudem werden die Blutfettwerte verbessert. Insbesondere die Omega-3-Fettsäuren, welche im Fisch enthalten sind, wirken im Körper entzündungshemmend. Dies trägt wiederum dazu bei, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dadurch bedingte Todesfälle vorgebeugt werden können. Vor allem die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA machen den Fisch zu etwas Besonderem. Diese stammen von Algen, von denen sich der Fisch ernährt. Daher sind sie ausschließlich in Algen und Fisch enthalten. Fisch kann aber auch mit Schadstoffen, wie zum Beispiel Quecksilber, belastet sein. Hierzu sagt die DGE, bei 1 bis 2 Portionen Fisch wöchentlich überwiegen die gesundheitlichen Vorteile gegenüber den negativen Auswirkungen. Nun möchte ich auf 2 regionale Fischzüchter in Tirol hinweisen. Dies soll keine Werbung sein, sondern nur aufzeigen, dass auch hier bei uns Fisch mit kurzer Lieferstrecke erhältlich ist. Tirolfisch bietet frische Fische in einem Automaten in Lech-Aschau oder bei regionalen Partnern an. Sie preisen ihre Fische folgendermaßen an: kerngesunde Forellen, Saiblinge, Tiroler Lachse und Huchen, aufgewachsen in klarem Tiroler Wasser in der nachhaltig bewirtschafteten Teichanlage in Lech-Aschau. Von Beginn an begleitet von Tiroler Experten für heimische Fische. Ein weiteres Beispiel sind die Alpengarnelen. Die gezüchteten Garnelen aus Hall in Tirol haben 5 bis 6 Monate Zeit zu wachsen. Wasserqualität und die Wohlfühlqualität der Garnelen stehen hier an erster Stelle. Die Becken sind etwa 40 Meter lang und somit haben die Tiere genügend Platz, um sich zu entwickeln. Ebenfalls werden sie ohne Zusatz von Medikamenten oder Pestiziden und unter ständigen Kontrollen aufgezogen. Nun zu den pflanzlichen Alternativen. Pflanzliche Quellen für langkettige Omega-3-Fettsäuren, wie sie im Fisch vorkommen, sind Mikroalgen, welche als Kapsel oder Öl erhältlich sind. Zusätzlich können wir weitere Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel ALA, auch als pflanzliche Lebensmittel wie Walnüsse, Leinsamen, Chiasamen oder Hanfsamen oder pflanzlichen Ölen, Leinöl, Hanföl, Walnussöl oder Rapsöl aufnehmen. Aber wie viele Omega-3-Fettsäuren durch pflanzliche Lebensmittel sind nun notwendig? Dies kann ganz einfach durch 2 Esslöffel Rapsöl und 5 Walnüsse pro Tag gedeckt werden. Eine weitere Möglichkeit, den Bedarf zu decken, ist täglich 1 Esslöffel Leinöl zu sich zu nehmen. Leinöl kann über das gegarte Gemüse gegeben werden, über das Müsli, in Salatdressing oder in einen Topfendip gemischt werden. Zusätzlich sollten die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA mittels Kapseln zum Teil supplementiert werden. Als nächstes kommen wir zum Thema, warum ein reduzierter Fischkonsum Vorteile für die Weltbevölkerung bringt. Über 10% der Weltbevölkerung leben von der Fischerei. Da reden wir überwiegend von der Kleinfischerei, da der größte Teil dieser 10% in Entwicklungsländern lebt. Allerdings können diese Personen kaum noch von der Fischerei leben, weil die Industrienationen Abkommen haben, um in fremden Gewässern zu fischen. Diese fischen die Meere leer, sodass kleinen Fischereien nichts mehr zum Fischen haben. Dazu kommt dann noch der internationale Fischhandel. Also große Nationen wie zum Beispiel China fischen, wie zuvor gesagt, fremde Gewässer leer, um dann diesen Fisch an andere Länder, wo auch wir dazu zählen, zu verkaufen. Diese beiden Aspekte führen dazu, dass es zu einer ungerechten Verteilung von Fisch und Einkommen kommt. Also Länder, die eh schon wenig haben, haben noch weniger Fisch und Geld. Und Länder, die schon viel haben, haben noch mehr. Und da stimmt doch was nicht. Das darf so nicht sein.
Was auch nicht sein darf, ist, dass circa ein Drittel aller Fischarten als überfischt gelten und circa 60% der Bestände bis zur maximalen Grenze befischt werden. Das Meer, das 70% der Erdoberfläche bedeckt, ist eine wichtige Nahrungsquelle für viele Personen. Wenn wir aber so unbedacht mit dieser erneuerbaren Ressource umgehen und sie versiegen lassen, weil wir so übermäßig fischen, dann wird es erst recht schwierig mit der Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung. Somit sind die Folgen unseres übermäßigen Fischkonsums, dass die Fischbestände abnehmen, die Kleinfischerei nichts mehr zum Fischen hat und somit auch kein Einkommen. Da dies vorwiegend die ärmere Weltbevölkerung trifft, wo das Problem der Mangelernährung eh schon existiert, dieses noch verstärkt wird. Diese Personen haben nämlich nicht die Möglichkeit, so wie wir uns als Ersatz Leinöl oder Algenölkapseln zu kaufen. Und so trifft es wieder die Armen. Jetzt machen wir noch einen kurzen Abstecher zu den SDGs. Diese werden einigen von euch vielleicht etwas sagen. Das sind nachhaltige Entwicklungsziele der UNO. Das 14. Ziel heißt Leben unter Wasser. Und damit möchte man erreichen, dass eben insbesondere die kleinen Inselstaaten vermehrt wirtschaftliche Vorteile aus einer nachhaltigen Meeresnutzung haben. Dafür müssen aber die Fischbestände wiederhergestellt werden und nachhaltig genutzt werden. Und das gelingt nur, wenn wir in den entwickelten Ländern unseren Konsum reduzieren. Das heißt nun zusammengefasst, wenn wir weniger Fisch essen würden, dann wäre weniger Mangelernährung in Entwicklungsländern, weil sie ihren eigenen Fisch essen könnten. Die Muttersterblichkeit und Entwicklungsverzögerung bei Kindern in Entwicklungsländern könnte reduziert werden, weil sie nährstoffreichen Fisch essen könnten. Die kleinen Fischer in Entwicklungsländern hätten wieder eine Existenzgrundlage zum Leben, weil sie ihren gefangenen Fisch verkaufen könnten. Es würde mehr Gerechtigkeit auf unserer Erde herrschen und wir hätten immer noch genug. Deshalb möchte ich euch einfach mitgeben, dass wir alle die Meere und ihre Bewohner schützen müssen. Denn ohne sie wäre unser Leben auf diesem wunderschönen Planeten nicht möglich. Unser reduzierter Fischkonsum hat nicht nur Vorteile für die Weltbevölkerung, sondern auch für das Ökosystem Meer und unser Klima. Kurzer Fakt: Der Müll, der bei der Fischerei entsteht und im Meer zurückbleibt, macht circa ein Drittel des gesamten Plastikmülls aus. Dass dieser Müll schädlich ist, ist kein Geheimnis. Er kann gefährlich bis tödlich für Korallenriffe, Meeressäugetiere, Vögel und Fische sein. Sie bleiben drin hängen, fressen ihn oder haben deswegen keine Laichplätze mehr und können sich nicht mehr fortpflanzen. Korallenriffe, die so wichtig fürs Ökosystem Meer und in weiterer Folge auch fürs Überleben des Menschen sind, werden von Netzen und Ähnlichem verdeckt, von Algen zugewuchert und sterben ab. Also man sieht, die Fischerei ist nicht nur eine Gefahr für die Fischbestände, sondern auch fürs gesamte Ökosystem Meer. Dieses Ökosystem Meer ist überaus wichtig für die Regulation des Klimas. Und dem Klimawandel muss schnellstens entgegengewirkt werden. Die Ozeane können CO2 sowie Wärme aufnehmen und speichern. Und beides ist reichlich vorhanden und muss irgendwo hin. Aber unsere Meere sind überbelastet. Die Verschmutzung, Überfischung und der globale Klimawandel belasten dieses Ökosystem sehr. Besonders die zerstörerische Art und Weise zu fischen tragen stark dazu bei. Die Frage ist also, sind es wir und das Meer gegen den Klimawandel oder sind es wir gegen das Meer und den Klimawandel? Jetzt werfen wir noch mal kurz den Blick auf die Fischerei und ihren Anteil am Klimawandel. Die Fischerei, so wie wir sie heute betreiben, ist ein großer Mitverursacher der CO2-Emissionen. Welchen Treibstoff nützen diese riesigen Schiffe? Wie so oft fossile Brennstoffe. Eine Tonne Fisch erzeugt bzw. benötigt 1,7 Tonnen CO2. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Tonnen Fisch gefangen werden, dann holla die Waldfee. Wie zuvor gesagt, Meere speichern CO2. Ja, super. Allerdings kann sich dieses CO2 lösen und eine schwache Säure bilden. Dies führt im Weiteren dazu, dass der pH-Wert sinkt und die Meere übersäuern. Dadurch kommt es zur Veränderung der Carbonatkonzentration, wodurch Meeresorganismen ihre Kalkschale nicht richtig ausbilden können. Nun zur Aquakultur.
Die Fischzucht in Aquakulturen wird oft als Lösung für die Überfischung der Meere propagiert. Heute stammt jeder zweite Fisch aus dieser Tierhaltung unter Wasser. In offenen Gewässern wie dem Meer werden meist Netzgehege eingesetzt. Durch die Haltung der Tiere auf engstem Raum, vergleichbar mit der Massentierhaltung, ergeben sich jedoch multiple Umweltprobleme. Beispiele sind die Verbreitung von Krankheiten, die konzentrierte Ansammlung von Exkrementen und Futterüberschüssen sowie von Medikamenten und Pestizidrückständen. Zudem bedrohen Ausbrüche nicht heimischer Arten aus den Aquakulturen die Flora und Fauna. Damit nicht genug. Um Fische in Aquakulturen zu ernähren, werden große Mengen Fischöl und Fischmehl aus Wildfang verwendet. Aquakulturen sind somit nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems der Überfischung. Nun zum Beifang. Wenn wir uns kurz an das Video vom Anfang zurückerinnern, haben wir gesehen, auf welche brutale Art und Weise Fischbeifang behandelt wird. Die rücksichtslose Art der Menschheit, mit anderen Lebewesen umzugehen, ist erschreckend. Nun kurz zur Erklärung, was unter Fischbeifang zu verstehen ist. Hierbei sind Tiere wie Fische, Wale und Vögel gemeint, die beim Fischfang als Beifang gefangen werden, also nicht das eigentliche Ziel der Fischerei sind. Diese Lebewesen werden in der Regel tot oder sterben wieder zurück in die Meere geworfen, da sie für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind oder gesetzliche Bestimmungen einer Verarbeitung verbieten. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen Beifang verkauft wird, zum Beispiel an Aquakulturen als Futter. Der Beifang kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel das Einsetzen von Netzen, die nicht auf die gewünschte Fischart ausgelegt sind, oder das Fischen in Gebieten, in denen sich auch andere Fischarten aufhalten. So entstehen zum Beispiel bei der Schrimpfischerei bis zu 90% Beifang. Allerdings gibt es keine eindeutige Zahl, da dies auch oft verduscht wird. Man geht von Zahlen zwischen 6,8 und 27 Millionen Tonnen pro Jahr aus. Welche Tiere fallen nun den zerstörerischen Fischereipraktiken zum Opfer? Dazu zählen Delfine, Schweinswale, Großwale, Schildkröten, Seevögel, Seesterne und Schwämme wegen der zerstörerischen Grundschleppnetze. Da fragt man sich, muss dieses grausame Sterben wirklich sein oder sollte man eine verpflichtende Fischereivorschrift einführen? So stellt sich jetzt am Schluss noch die Frage, ob man den Fischkonsum noch empfehlen kann. Die Dachgesellschaft empfiehlt, wie zuvor gesagt, 1 bis 2 Portionen pro Woche. Wir sind allerdings zu dem Schluss gekommen, dass diese Empfehlung abhängig von Region und Eigenproduktion gemacht werden sollte. Das heißt, Regionen, die ans Meer grenzen, können durchaus Empfehlungen für Meeresfisch aussprechen. Bei Regionen ohne Zugang zum Ozean sollte man diese Empfehlung mit Vorsicht aussprechen. Zudem gibt es für uns gute pflanzliche Alternativen für Fisch und seine Nährstoffe, die auch bedarfsdeckend sein können. Dazu zählen Leinöl, Walnüsse, Rapsöl, Algenöl und auch die Algenkapseln. Zuletzt wirkt sich ein reduzierter Fischkonsum auch vorteilhaft auf das Klima und das Tierwohl aus.